Sie erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Auf den Stolpersteinen stehen die Schicksale von ermordeten Menschen. An sie wird jedes Jahr am 9. November zur Pogromnacht erinnert. Vor der damaligen Synagoge in der Cottbuser Innenstadt werden Kränze niedergelegt. Durch die Corona-Einschränkungen ist ein gemeinsames Trauern aber nicht möglich. Ausfallen wird dieses wichtige Gedenken dadurch aber nicht. Die Menschen, die damals ums Leben gekommen sind, die sollten halt nicht vergessen werden. Und es ist natürlich aufgrund der Corona-Situation sehr schwierig momentan. Die Gedenkfeiern finden alle nicht statt oder finden nur im sehr engen, abgeschlossenen Kreis statt. Und wir wollen der Cottbuser Bevölkerung einfach die Möglichkeit geben, sich an dem Gedenken trotz alledem zu beteiligen und zu zeigen, dass sie gegen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung sind. Die Cottbusser sind dazu aufgerufen, die Stolpersteine zu putzen. Als erstes den Sand oder Straßenschmutz vom Stolperstein entfernen. Sie können dafür einen Handfeger oder Pinsel benutzen. Mit einem weichen Lappen und Messingputzmittel wird dann die Oberfläche gereinigt. Das Messingputzmittel muss vorher aber mindestens 2 Minuten einwirken. Einmal Handschuhe sind vom Vorteil. Das Messingputzmittel riecht stark und macht schwarze Hände. Putzschwämme mit der rauen Seite auf keinen Fall verwenden. Diese zerkratzen die Oberfläche. Zum Schluss die Stolpersteine mit Wasser abspülen und trocknen. In Cottbus wurden inzwischen 90 Stolpersteine verlegt. Doch die Aufarbeitung und Recherche sind zeitintensiv. Der ist sehr aufwendig, weil die Aktenlage halt in Cottbus sehr, sehr schwierig ist. Damals ist das Stadtarchiv, sind alle Unterlagen vernichtet worden. Und von daher sind die Recherchen sehr aufwendig. Wir brauchen meistens so einen Vorlauf von mindestens 2 Jahren, um halt dann wieder Stolpersteine verlegen zu können. Im letzten Jahr wurden 7 neue Stolpersteine verlegt. Sie und die anderen können am Wochenende poliert werden. Fotos vom Putzen können per Mail an info@cottbusser-aufbruch.de geschickt werden.